Guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch alle ganz herzlich zur Andacht aus Auhausen für Samstag, den 16. Mai 2020. Ein weiteres dieser sogenannten Hallel-Gebete, der Gebete, die beim Passamal, nach dem eigentlichen Passamal im Judentum gesprochen wurden und werden, ist der Psalm 118. Auch Jesus hat nach dem Abendmahl mit den Jüngern diesen Psalm gebetet. Ich lese uns von Psalm 118 die ersten 18 Verse. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Völker umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben, ja umringen mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir gemeinsam mit Jesus einen Psalm wie diesen beten, bekommen wir Antwort auf eine Frage, die viele umtreibt. An etlichen Stellen im Psalter, also in den Psalmen, bittet der Beter Gott, die Feinde Israels zu bestrafen und zu vernichten. Ursprünglich war das ganz buchstäblich gemeint. Israel war von Untergang und Ausrottung bedroht. Es stand im Krieg mit Gegnern, von denen man wusste, dass sie selbst den Namen des Landes von der Landkarte ausradieren wollten und damit den Glauben an Gott. Wer mit dem Rücken zur Wand kämpft und das nicht für sich selber, sondern um das Volk zu retten, das allein den einen wahren Gott kennt, der kann Gott um den Sieg bitten, ohne dadurch Gottes Namen für seine eigenen Machtgelüste zu missbrauchen, wie dies so oft in der Geschichte der Menschheit und der Kriege geschehen ist. Aber nun beten wir diese Psalmen zusammen mit Jesus. Und er meinte mit den Worten etwas anderes. Er wollte ja seine menschlichen Gegner nicht vernichten. Ja, er wollte sie retten und starb für sie. Aber auch er hatte Feinde, bei denen der Kampf um Leben und Tod ging. Es war der Krieg um unsere Seelen, um das ewige Heil oder den ewigen Tod für uns alle. Auch Jesus konnte sagen, dass seine Feinde ihn umringten und ihn zu Fall bringen wollten. Diese Feinde waren die Mächte des Bösen. Auch Jesus konnte sagen, im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Und so geht es auch uns, wenn wir heute diese Gebete nachsprechen. Die alten äußeren Feinde Israels, Babel, Assur,
Ägypten, die Philister und die Baalsanbeter. Sie sind im Neuen Testament Symbole für die bösen Geistesmächte, die gegen Christus und seine Gemeinde kämpfen. Wir beten um Sieg über sie. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass sie verlieren, auch in unserem eigenen Leben. Wenn wir davon reden, dass wir mit Jesus beten, meinen wir damit nicht nur, dass wir wie seine Jünger beten, die um ihren Meister geschart sind. Es liegt noch etwas Größeres und Tieferes in diesem Beten mit Jesus. Wir sind ja Glieder an seinem Leib. Wir sind, wie der Apostel Paulus das sagt, mit ihm zusammengewachsen. Das Blut seines Herzens strömt durch uns. Seine Liebe lebt in allen, die ihm gehorchen. Er ist bei uns, ja in uns. Das hat er selber und das haben seine Apostel gesagt. Wir dürfen teilhaben an seinem Leben. Wir dürfen so mit ihm leben, dass wir auch seine Gebete teilen. Er betet mit uns und für uns. Wir beten in seinem Namen und unsere Gebete sind eingeschlossen in seiner Barmherzigkeit, in dem neuen Leben, das er jetzt lebt, in ihm selber. Amen. Und so bete ich mit uns. Unser Herr Jesus, dafür wollen wir dir danken, doch zögern wir fast. Diese unsere Worte klingen so dünn und arm. Dies ist so viel mehr, als wir dir danken können, dass du hier bei uns bist, dass wir bei dir sein dürfen, obwohl wir es im Leben nicht verdient haben, dass wir Anteil haben an deinem Leben und an deinen Worten und zusammen mit dir vor Gott treten dürfen, getragen von deinen Gebeten. Wir danken dir für deine Gegenwart unter uns, für dieses Geheimnisvolle und Selige, dass du bei uns bist und dass wir in dir sein dürfen. Dir sei Dank in Ewigkeit. Amen. Eine Vertonung von Psalm 118 finden wir auch im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 294. Nun sage Dank und Lob den Herrn. Ich singe davon die ersten beiden Strophen. Das sind die Strophen dieses Liedes, die sich auch auf die gelesenen Verse beziehen. 294, die ersten beiden Strophen. Nun saget Dank und lobt den Herrn, denn groß ist seine Freundlichkeit und seine Gnad und Güte wären von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du Gottes Volk sollst es verkünden. Groß ist des Herrn Barmherzigkeit. Er will sich selbst mit uns verbünden und wird uns tragen durch die Zeit. Nicht sterben werd ich, sondern leben. Gezüchtigt wurde ich vom Herrn, dem Tode aber nicht gegeben. Drum rühm ich Gottes Taten gern. Mit Freuden singen die Gerechten in neuen Liedern überall. Gott schafft den Sieg mit seiner Rechten. Gelobt sei Gott mit Jubelschall. Einen gesegneten und behüteten Samstag wünscht Ihnen Ihr und Euer Wolfgang Ley. Bleiben Sie behütet am letzten Tag dieser Woche.